Wir sind in Cervo. Cervo, genau. In Ligurien. Genau. Hallo zusammen, hier sind wir wieder. Anke und Andreas. Und wie ihr seht, wo sind wir hier? An einer Straße. An einer Straße. Und hinter uns? Hinter uns das Meer. Und zwar das Mittelmeer, denn wir sind in Bella Italia. Das Mittelmeer empfängt uns hier bei schönstem Wetter. Strahlendem Sonnenschein. Und da geht's hin. Jetzt sind wir kurz vor dem Campingplatz. Mhm. Campingplatz ist vielleicht ein bisschen übertrieben, hat ein Campingplatz eher mit Stellplatzcharakter. Da gehen wir jetzt hin und dann nehmen wir euch mal mit drauf und zeigen euch mal, wo wir da stehen, welchen Blick wir aufs Meer haben. Wir sind übrigens jetzt im Juno hier. Ja, aber jetzt würde ich sagen, drehen wir um und dann gucken wir mal in Richtung Platz und dann gehen wir mal drauf. Strahlend blauer Himmel, aber das sollte ja so sein, erstens im Urlaub und zweitens in Bella Italia am Meer. Das ist der Camping Miramare mit Blick aufs Meer. Jetzt gehen wir mal drauf. Genau, zeigen wir euch mal, wo wir da hier so sind. Donner. Ist leider nicht viel los. Leider ist jetzt relativ. Ja, das hat auch mit Corona zu tun, da noch nicht so viele nach Italien jetzt fahren. Gut gesichert. Hier gibt es frische Panini jeden Morgen. Es wird einem auch ans Wohnmobil geliefert. Die sind alle super, super nett hier und macht richtig Spaß. So, hier stehen wir. Unser kleines Domizil für eine Woche sind wir jetzt hier, denn dann geht unsere Reise weiter. Und ich würde sagen, wir gehen mal kurz mal ans Wasser. Ich will jetzt mal rein. Wir waren gerade einkaufen, italienischen Rotwein natürlich und ein bisschen Formaggi. Ist alles auch sehr sicher hier, da wirklich nur der, wo diesen Chip hat, den Campingplatz betreten kann. Und schwuppsdiwupps ist man am Meer. Es ist natürlich hier kein Sandstrand, so wie man das vielleicht sonst gewohnt ist. Ist ein aufgeschütteter Kiesstrand. Die Wellenbrecher, die bilden ein richtig kleines Bassin, unseren kleinen Pool hier. Genau. Wo das Wasser auch immer ein bisschen wärmer ist als auf der anderen Seite. Ja, und wo man schön schwimmen kann, paddeln kann. Auch für Kinder ist es wunderbar. Man kann auch schön durchlaufen oder sich hinstellen, im warmen Wasser stehen und nur Schwätzchen halten. Geht auch, machen viele hier. Ja, heute ist das Meer sehr ruhig und kaum Wind, nur eine leichte Brise. Und ich denke mal, wir werden auch paddeln gehen. Ja. Vielleicht nicht so weit raus wie der da hinten. Paddeln und vielleicht mal absichtlich auch vom Board fallen. Ja, mit Absicht. Bei den Temperaturen machen wir es gerne. Wir nehmen euch jetzt mit in die Altstadt von Cervo und hoffen, dass sie euch genauso gefällt wie uns auch. Und da geht's dann lang.
sind jetzt in der schönen mittelalterlichen Stadt von Servo. Und die Stadt, muss man sagen, ist frei von Fahrzeugen. Barrierefrei kann man nicht sagen, aber frei von Fahrzeugen. Es sieht alles steil aus, es sind viele Treppen, aber es ist wirklich leicht zu bewerkstelligen. Man ist schnell hoch, ganz oben auf dem Höhepunkt von Servo, ohne dass man dort große Anstrengungen verspürt. Und es gibt zwischendrin immer ganz viele kleine Bars, Restaurants, wo man immer wieder mal Kraft schöpfen kann. Wir gehen jetzt mal los, genau. Dann kann man hier Buongiorno. Buongiorno. Drehen wir um. Da sind wir hergekommen, von da unten. Und jetzt geht's ab da hoch. Da oben hört man die Glocken von der Kathedrale, wie heißt sie? Batista. Und überall gibt es so kleine Gässchen. Und immer wieder hat man irgendwo den Blick zum Meer. Ganz toll. Und jetzt, wir sind jetzt im Juni hier. Überall blüht es. Man kann auch überall mal so ein bisschen privat reinspickern. Wie zum Beispiel hier. Mit herrlichem Blick aufs Meer. Und weiter geht's. Wo lang möchtest du? Ich würde sagen, wir gehen da lang. Genau da lang. Jetzt wollte ich mich verstecken, hat nicht geklappt. Es ist Zeit für ein Aperitif. Okay, den gönnen wir uns jetzt, oder? Und mit einem fantastischen Blick aufs Meer. So, jetzt sind wir hier auf der richtig schönen Sonnenterrasse, beziehungsweise jetzt ist Gott sei Dank schon etwas Schatten. Und weil bei den Temperaturen, die jetzt gerade hier herrschen, ist es ganz angenehm, dass man im Schatten sitzt. Und man hat hier einfach einen herrlichen Blick auf das Mittelmeer, auf den kleinen Golf von Port Cervo. Und wir genießen hier gern ein Aperol Spritz, der kommt gleich, und genießen einfach den Ausblick hier auf das Meer. Und ja, man fühlt sich hier einfach wohl und kann es einfach nur genießen, Bella Italia. Nach unserem Aperol. Genau. Spritz hätte jetzt kommen Aperol müssen. Aperol Spritz. Genau. Geht's weiter. Bergauf. In Richtung der Kathedrale. Das Zentrum der Kathedrale, genau. Überall die Blumen. Ein Board. Ein Surfbrett. Man kann natürlich auch hier hoch. Wollen wir mal hochgehen? Nö. Wir gehen mal da lang. Wir gehen beim Vogelfänger vorbei. Sicher, dass es hier zum Vogelfänger geht? Ich bin auch nicht sicher. Ich denke, der kommt jetzt hier. Hier ist er. Denn manchmal? Doch. Jetzt ist er nicht. Kannst du hier reingucken? Ich dachte erst mal, jetzt kommt noch einer. Hier war mal der Vogelfänger, das ist jetzt zu verkaufen. Da sieht man hinten noch, die Käfige von den Vögeln. Früher hingen hier draußen immer die Käfige dran, wo die Vögel drin waren, gefangen, aber trotzdem schön gesungen haben. Mhm. Haben um ihr Leben gesungen, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Wollen wir jetzt hier hochgehen?
Oder wollen wir einfach mal da geradeaus gehen? Alle Wege führen irgendwie dann, wenn es bergauf geht, auf jeden Fall nach oben. Aber jetzt gehen wir da links, ja? Mal gucken. Gucken wir mal nach links. Oder wollen wir mal aufs Meer schauen? Gucken wir nach rechts. Komm. Wir sind jetzt hier am Rande von Savo. Genau, hier hinter uns sieht man an der den östlichen Seite schon einen Turm von diesem Castillo. Ja. Genau. Und wir sind jetzt an der östlichen Seite und wenn du jetzt die Kamera schwenkst. In welche Richtung? In diese Richtung, wo die Glocken läuten? Egal in welche Richtung, auf jeden Fall in Richtung Meer, dann hat man wieder einen fantastischen Blick aufs Meer. Und das machen wir jetzt. Ja. Toll. Wunderbar. Und da haben gerade die Glocken geläutet. Von der Basilika, wie heißt sie? Batista. Batista, ja. Basilika Batista. Und hier ist natürlich immer ein schönes ein Hotspot zum Fotografieren. Motiv zum Fotografieren auf diesem Balkon. Dann würde ich sagen, dann gehen wir gleich ganz hoch zur Bastille, zur Festung. Und laufen ganz von oben dann nach Savo rein. Da gibt es auch einen Weg wieder nach unten. Der äußere Weg von Cervo. Und hier geht es jetzt hoch zur Festung. Das ist der obere Eingang von Savo. Hier geht's dann nach oben, genau. Und da kommen wir dann zur Festung. Die Abendsonne scheint uns jetzt gerade ziemlich entgegen. Zum Landesinnere wurde Savo mit einer Festung befestigt. Zum Teil als Museum kann man rein, kann man sich anschauen. Gibt es wechselnde Ausstellungen, gibt es dort auch. Hier gibt es auch schöne Häuschen mit privilegiertem Ausblick. Denn hier kommt man wieder mit dem Auto hoch, hier oben hin. Ja, rundherum kann man mit dem Auto fahren. Rundherum nicht, aber bis nach oben. Ja. Also außenrum zumindest. Ja. Weil innerorts sind ja nur diese kleinen Fahrzeuge. Und so eine kleine Gässchen, viele Treppen. Viel zu kleine Gässchen. Ja, kann man eh nicht. Es gibt ein paar ganz schmale Gässchen, die kann man mit einer Ape fahren und das war's dann schon. So. Und jetzt gehen wir mal hier rein. Cervo. Il Borgo Medio. Ich versuche mich gerade dran, denn mein Italienisches tendiert absolut Il gen Null. Il Borgo Medioevale. Wie auch immer. So auf jeden Fall heißt das mittelalterliches Dorf. Ja. Und diesen mittelalterlichen Charakter hat sich Savo bis heute erhalten. Sehen wir hier links, geht es dann zum Museum. Ach, hier kannst du mal einen Schrank machen. Links geht es zum Museum. Dort. Das ist das Museum der Festung. Jetzt kannst du mal hier von hier oben, gibt es ganz viele Gässchen runterwärts. Kannst du mal da reingucken und mal den anderen. Genau, da ist ein Gässchen, wenn man sieht. Mit ganz viele Quergässchen. Genau, da kann man natürlich auch nach unten irgendwo hingehen. Und da ist schon das nächste Gässchen. Und wir müssen uns auch eins aussuchen dann. Wir suchen uns das schönste Gässchen aus. Das wird schwierig, denn alles wird schön. Und da gibt es auch noch ein Gässchen. Wir können ja auch wieder. Nein, wir gehen in die Mitte durch die Gässchen. Genau. Jetzt hallo, da sind wir im Schatten. Schattenspiele. Also wir nehmen nicht das. Nicht das, sondern das andere, würde ich sagen. Das mittlere Gässchen?
Also Andreas hat sich entschieden fürs mittlere Gässchen und dann machen wir das auch. Und das mittlere Gässchen, Andreas, das ist da. Und von dem Gässchen können wir rechts und links immer wieder an. Genau. Eigentlich müssten wir noch mal kurz einen Abstecher machen zu einer kleinen, wie sagt man eigentlich hier in Italien, zu einer kleinen Taverna oder zu einer kleinen Gaststätte. Nein, das ist eine Osteria, ist das. Eine Osteria. Okay. Jedenfalls. Wenn du das meinst, was ich meine. Ja, das meine ich, was du meinst. Dort kann man auch einen Aperol Spritz trinken, sehr toll sogar. Und na gut, also toll kann man sie doch die toll, ja. Aber man hat dort keinen Blick aufs Meer, aber man ist mitten in Servo drin. Man sitzt mitten in dem Gässchen. Man kann auch raus auf der Terrasse sitzen, aber wir sitzen am liebsten immer in den mitten im Gässchen. Und im Gässchen am Festchen, Im Gässchen am Festchen und genießen dort die Atmosphäre und lassen dieses Mittelalter-Flair auf uns einwirken. Da sind wir schon öfters gewesen und es zieht uns immer wieder dorthin. Wenn wir es finden, also. Ich denke mal, jetzt werden wir es finden. Wir haben gestern dort schon Probe gesessen am Fässchen und auch Probe Aperol Spritz getrunken. Also wenn man einmal hier war, beim nächsten Mal hat man noch Probleme, sich wieder zurechtzufinden. Wir sind jetzt schon mehrmals hier gewesen, aber uns immer wieder mal suchen wir doch das eine oder andere, was wir schon mal gesehen haben und es ist nicht so einfach zu finden. Aber das sagt mir was hier. Nee. Doch, die Warner. Wir müssen hier runter. Das sagt mir was. Hier ist die Osteria. Wir haben es gefunden. Ja, genau. Es geht zu den Pfeffern. Ich komme. Ich folge dir. Ist ja immer noch Corona und deswegen müssen wir den Mundschutz aufziehen. Es geht, es geht. Jetzt geht's weiter. Genau. Ich soll doch nicht immer so sagen. Genau. Da ist sie, die Kirche San Giovanni Battista. Gebaut vom 17. bis zum 18. Jahrhundert. Bauzeit Ende 1720. Im barocken Stil gebaut. Imposant. Und schon allein der Platz vor dieser Kirche ist sehenswert. Hier gibt es auch ein Restaurant, das hat jetzt schon geschlossen oder hat heute geschlossen. Und da kann man wunderbar sitzen und schön essen. Natürlich nicht nur sitzen, essen. Und überhaupt alles, der ganze Hintergrund ist auch wunderschön. Und natürlich der Blick aufs Meer. Jetzt geht's in diese Kirche und dann schauen wir mal, wie es da von drinnen aussieht. Auf geht's! Wirklich.
Die duften, ey. Bella Italia. Gehen jetzt hier außen an Servo runter, nicht durch die kleinen Gässchen. Wir wollen ja nicht alles zeigen und alles verraten. Das könnt ihr euch selber dann entdecken. Genau, da gibt es so viel zu entdecken. Wir waren schon x-mal hier und immer wieder was Neues gesehen. Und deshalb gehen wir jetzt hier außen lang, mit nochmal mit dem Blick aufs Meer. Drehen wir uns nochmal um, zeigen wir uns nochmal. Also hinter uns geht es jetzt bergab, wieder zu unserem Campingplatz genauso. Und vielleicht verbringen wir noch einen Abend mit einem Gläschen Rotwein auf der Mole. Das ist auch immer schön, dann aufs ja, Meer müssen wir gucken, wie spät. Oder machen wir es morgen? Machen wir morgen, glaube ich. Das ist ja dann irgendwann die Türe zu. Gut, wir können auch außen rumlaufen. Immerhin gibt es ab 0 Uhr immer noch Ausgangssperre hier in Italien. Noch, aber ich denke, das wird es auch bald nicht mehr geben. Es ist sehr ruhig hier zu dieser Zeit. Normalerweise ist es hier sind sehr viele Leute im Sommer. Und wir kennen es eigentlich in dieser Jahreszeit eigentlich auch noch nicht. Wir waren sonst immer im Frühjahr oder im Herbst. Im Herbst immer außerhalb der Saison da. Mhm. Und auch da war es gut besucht, aber man konnte sich eigentlich ganz angenehm hier bewegen. Und jetzt haben hat alles seine Vor- und Nachteile. Ja, jetzt sind wir hier. Man muss halt einfach das Beste draus machen. Wir genießen das jetzt genau, so, wie es ist. Ändern kann man es sowieso nicht. Vielleicht schaffen wir es noch mal, sehen, wie lange der Akku hält. Wir gehen jetzt hier runter und gehen wir nachher unten am Meer zurück. Vielleicht hier links uns ja noch ein paar Aufnahmen davon zu machen. Denn es gibt so viel zu entdecken hier. Unten, es sind ein paar Schritte nur runter, dann hat man tolle Bademöglichkeiten, einen kleinen Kiesstrand. Man hat auch Felsen, von denen man ins Wasser springen kann. Tolle Bademöglichkeiten, also man kann doch gut, tolle, man kann gut hat baden. Eine kleine, also man, es ist eine kleine Bademöglichkeit, es ist kein Badeort hier, das muss man sagen. Aber Servo hat seine kleine Badebucht. Es ist halt ein Kiesstrand, es gibt keinen Sandstrand hier. Kiesstrände hast du auch viel hier. Das ist jetzt, wir sind jetzt hier nicht irgendwo an der Adria oder sonst so, wo jetzt diese lange Sandstrände sind. Nee, wir sind ja mit. Wir sind hier in Servo. Genau, und in Servo gibt es einen kleinen Kiesstrand hier, der zu Servo geht. Es gibt noch einen größeren Strand in San Bartolomeo mit einer kleinen Promenade. Wir reden ja jetzt hier von Servo. Und wie gesagt, wenn die Batterie reicht, wenn der Akku reicht, dann machen wir unten noch mal ein paar Aufnahmen. Wir sind abends, wenn wir hier in Servo waren, was gegessen haben, dann sind wir abends gerne hier unten am Wasser dann wieder zurück zum Campingplatz zu laufen. Und es ist nachts auch schön ausgeleuchtet. Man kann auch spät nachts, früh morgens oder was hier langlaufen. Das haben wir zwar noch nie gemacht. Spät abends schon, aber nicht früh morgens nicht. Aber mir geht es ja um die Dunkel- und Helligkeit. Kann man alles machen. Man fühlt sich hier sehr sicher. Jetzt geht es erstmal bergab. Wir stehen jetzt hier auf den Stufen, wo wir unseren Rundgang in Servo begonnen haben. Jetzt geht es, wie gesagt, runter zum Meer. Und ich würde sagen, Anke dreht jetzt wieder die Kamera und läuft mit uns in Richtung Meer. Okay. Das ist natürlich eine Treppe, da muss man ein bisschen aufpassen, weil die ist sehr uneben. Man sieht es vielleicht gar nicht so. Da ist jede Stufe irgendwie so gebogen. Ja. Aber zu zweit schaffen wir das, oder? Genau, wir halten uns einfach aneinander fest. Das heißt, wenn wir fallen, zweimal zusammen. Wir können ja vielleicht nachher nochmal von unten einen Blick nach oben werfen. Ja, die Treppe hat es in sich. Also man sollte hier nicht zu viel Aperitivo oder so getrunken haben und dann diese Treppe nehmen. Ja, dann wird es schwierig. Ich versuche das jetzt nochmal einzufangen
und euch zu zeigen, wie diese Treppe aussieht. Also ein bisschen gebogen. Jede Stufe ist gebogen. Das ist jetzt über die Straße noch und jetzt geht es weiter runter. Via alla Marina. Marina hört sich schon gut an. Kann man sich wieder entscheiden, ob man hier lang geht oder einfach dem Andreas hinterher folgt, hinterherläuft. Und dann sind wir schon alla Mare. Zeig mal darüber, Anke, weil dort, von dort hinten, ganz hinten ist ein Restaurant. Weißt du noch, wie das heißt? Portighetto. Portighetto, genau. Und dort kann man von der Straße die Treppe runter, auch wenn man also da, auf der anderen Seite von Savo runterkommt. Da ist dieses Restaurant. Genau, da kommt man auch vom Savo, von der anderen Seite, von der östlichen Seite runter. Wieder über die Straße, dann da runter und dann kann man hier unten wunderschön langlaufen. Ist nachts immer beleuchtet. Dort gibt es idyllische Bänkchen mit Meerblick. Dort gibt es eine kleine Felsenbucht, wo man baden kann und springen. Genau, man baden kann und, wie du sagst, auch springen. Und wir müssen jetzt in diese Richtung. Wie gesagt, hier ist der kleine Kiesbadestrand. Und wir gehen weiter in Richtung Campingplatz. Davor ist auch so ein kleiner, haben wir euch ja schon gezeigt, so ein kleiner Strand mit so einer mit so einem kleinen Pool im Prinzip. Ja, Naturpool. Naturpool ist es nicht, der ist künstlich angelegt durch die Steinmohlen, die dort als Wellenbrecher dienen. Jetzt geht's auf ans Wasser. Genau, ins Wasser, wenn wir mit dem Boards. Naja, aufs Wasser. Aufs Wasser. Also mit dem Boards ins Wasser. Und fly mit uns auch. Ich denke schon, dass wir auch ins Wasser gehen. Wasser ist angenehm. Was ist bereit? Die Boards sind bereit. Die Boards sind bereit. Deine Finne ist aber noch nicht drin, die müssen wir da reinstöpseln. Genau. Und dann geht's los. Bis gleich. Platz. Sieht man, wo unser Wohnmobil steht. Und da ist die Anke. Wir genießen heute unseren vorletzten Abend. Morgen ist erst der letzte Abend hier. Bei schöner Abendsonne. Genau, geht sie bald runter. Jetzt sind auch schon die ersten Angler da, die sich vorbereiten zum Angeln und fachsimpeln. Und wir wünschen den Petri heil. Und uns wünschen wir jetzt noch einen schönen Abend hier auf der Klippe, auf den Stein. Wie man sieht, mit herrlichem Blick auf Savo. Thank you.
letzte Tag in Italien für... Wie lange wissen wir nicht. Ja. Aber wir kommen wieder. Mhm. Ja, das auf jeden Fall. Mhm. Und was hast du gesagt, was machen die Tauben hier? Stimmt, siehst du, am letzten Tag ist uns das erst aufgefallen. Oder dir ist es aufgefallen. Letzten Tag. Buongiorno. Wir haben jetzt unser Domizil hier verräumt. Alles verpackt, ja. Und versorgt. Bezahlt haben wir auch schon. Nochmal. Unseren Chip sind wir auch schon los. Ich hoffe, dass man uns raus wieder reinlässt. Ja. Nochmal ein letzter Blick aufs Meer. Zwar über den Zaun, aber das macht ja nichts. Und jetzt gehen wir vor zum Eingang. Vorne steht wie gewohnt unser Patroni. Und ja, der wird uns jetzt hoffentlich rein und rauslassen, auch wieder reinlassen. Ja, genau. Lässt macht uns die Schranke auf. Genau. Und dann fahren wir bei schönstem blauen Himmel, verlassen wir Italien. Ja. Wir gehen einmal raus, Video, und kommen wieder rein. Genau, weil jeder ist noch bei dir. Video von Ihrer Mare. Bravo, bravo, bravo. Gerne. Machen. Grazie. Dann machen Werbung. Ja, genau, in YouTube. Bravo. Ja, so. Das war unser Patroni und der ist so nett. Und wir freuen uns immer wieder, wenn er uns empfängt. Guck mal da vorne nochmal. Da läuten die Glocken und der Patroni freut sich, dass wir Werbung machen für ihn. Ja. Ja. Und noch ein schöner Blick. Einmal rundherum. Und das heißt jetzt für uns Abschied nehmen. Abschied nehmen, wir fahren zurück. Wie immer, wenn es euch gefallen hat. Wisst ihr? Daumen hoch. Daumen hoch. Und wer mehr von uns sehen will, einfach Kanal abonnieren. Genau. Also, macht's gut. Bis Tschüss. Dann. Tschüss. Arrivederci. Arrivederci.